Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program Hardcore Mode begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns hier direkt auf dem Startfeld mit Station Habitat MK1. Ein wunderschönes Schmuckstück, wenn ihr mich fragt. SRS ist schon angeschaltet, die Sonne ist gerade am Untergehen und ich würde sagen, ich langweile euch gar nicht lange. Zünde mein Triebwerk, gebe ein wenig Gas und lasse die Rakete los. Die Resonanz der letzten Folge war gewissermaßen überwältigend gewesen. Oh Moment, mir fällt gerade ein, ich könnte hier mal noch umschalten auf zum Beispiel diesen Dockingport hier, Control von hier. Stimmt auch unser Navboy wieder. Immerhin weiß ich jetzt, dass wir in solchen Dingen gleicher Meinung sind. Ihr fandet es wohl genauso ja, schlecht wie ich, was ich da angestellt hatte. Ich werde in dieser Folge trotzdem hingehen und werde ein bisschen schneiden müssen, dass wir diesen Flug innerhalb der 20 Minuten hinbekommen. Ich wollte in dieser Folge eigentlich die Treibstoffversorgung, also unsere Tankstelle, unsere planetare, nein, unsere orbitale, so, unsere orbitale Tankstelle nach oben schicken. Habe dann aber festgestellt, dass ich weder für die komplette Tankstelle genug Schub habe und auch nicht für die halbe Tankstelle. Also ich habe es nicht geschafft, dieses Ding irgendwie genug TWR zusammenzubekommen, um das Gerät in den Orbit zu schießen. Und jetzt passiert hier gerade etwas, das ich ein bisschen seltsam finde. Wir fangen an, hier aus der Mitte raus zu. Nein, funktioniert noch alles? Okay. Hat sich beruhigt? Ich hoffe es. Ja. Den Sinn und Zweck dieser, also wie gesagt, es geht natürlich um ein Habitat, der Lebensraum für unsere Kargonauten. Wir haben hier unten das normale Science Lab dran, hier oben das KSP Interstellar Science Lab, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier neben diese Wohnquartiere, die gleichzeitig noch als Rettungskapsel dienen. Wie die Rettungskapseln funktionieren, kann ich euch eventuell am Ende nochmal kurz zeigen, nachdem ich gespeichert. Jetzt will das hier schon wieder aus der Mitte rausrutschen. Nachdem ich gespeichert habe, zeige ich euch das gerne. Wir beginnen jetzt auf jeden Fall mit unserem Gravity Turn und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn die nächste Stage leer ist oder wir uns schon in unserem Orbit befinden, je nachdem, was zuerst passiert. Apropos Orbit, ich könnte das hier mal noch ausfahren, um zu schauen, wie hoch ich bin. So, jetzt. Das gute Stück fliegt wie eine Eins, die nächste Stage ist leer und wir versuchen jetzt mit diesem lausigen Restschub, den wir hier noch haben, dieses Gerät hier, ich glaube, es wiegt irgendwas um die 40 Tonnen, ihn in den Orbit zu befördern. Schauen wir mal, ob es was wird. Wir nähern uns unserem Orbit und müssen jetzt schon mal einen Teil der Rakete loswerden. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Hoffentlich bleibt er nicht da oben dran kleben. Achtung! Ah, war natürlich klar. Mal schauen, ob wir ihn irgendwie loswerden können. Nee, glaub nicht. Nee. Fliegen uns gleich nur anderes Zeug weg. Bevor. Ah, doch, jetzt, ja. Und tschüss. Nichts treffen, nichts. Glück gehabt. Und tschüss. Nase. Wir nähern uns, wie gesagt, unserem Orbit. Und wir sehen zu, dass wir da auch schleunigst hinkommen. So, es wurde kurz ein wenig knapp, aber da wir ja zum Glück mehr als genug Delta wieder dabei haben, haben wir es dann tatsächlich doch noch in einen Orbit geschafft. Ich versuche dieses Ding jetzt noch, halbwegs rund zu bekommen. 92 zu, na, 92 zu, 92 zu. Ne, okay, der geht nur noch höher. Müssen wir hier ein bisschen untersteuern. Nee, um Gottes Willen. Ah, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. X. Ohne Atmosphäre fliegst du das Ding wieder, lässt sich das Ding wieder wie ein Backstein steuern. Ach, es ist wieder herrlich. Jetzt sind wir schon bei 100 Kilometern angekommen. Naja, dann müssen wir nachher weniger Gas geben, um zu unserer Station, zu unserer Kerbal Space Station zu kommen. Wir müssen natürlich ein bisschen unter den Horizont brennen, aber ich habe wieder die Anzeige gewechselt. Demnach ist das hier wieder ein bisschen verwirrend mit meinem Navball. So, jetzt müssen wir mal langsam haben hier. Komm, heb du dich mal bitte über 70, Periapsis. Ja, sehr gut. Na komm. 69 und 70. Vielen Dank. Reicht. Nochmal kurz ausrichten. Nochmal kurz ausrichten auf unseren Horizont. Ist eigentlich vollkommen Wurst, ne? Ich könnte eigentlich einfach gleich meinen
meinen Transferorbit planen. Wir machen das diesmal in zwei Schritten, würde ich sagen. Auf der einen Seite gehen wir direkt zu den 68 hoch. Nein, 2886. Wenn ich es denn sehe. Hep. Nee. Ja, 2873. Noch ein bisschen plus. 50, 65, 66, 67, 69. Naja, komm. So, da können wir hier schön selbst die 100 auf 100 Meter genau einstellen. Na, fast. So. Kriegen wir zwar mit unserem Triebwerk garantiert nicht hin, das so genau zu machen. Aber ein Versuch ist es ja wert. Wir müssen wieder eine Minute brennen. Tolle Wurst, das da. Gehen wir mal bitte da weg. Gehen wir bitte aus der Sicht. 1 Minute 23 brennen in 10 Minuten. Ich muss jetzt hier nochmal umstellen auf den, ne, auf den Dockingport zum Beispiel. So, dann müsste ich jetzt. Ja, müsste ich jetzt meinen Node benutzen können. Schauen wir mal schnell nach. Ne, sieht eben nicht so aus, ne? Ah, doch, wir befinden uns hier. Ja, okay, das kommt hin. Das sieht sehr gut aus. Komm, go, go, go. Das wohlbekannte Ballett auf dem Weg zum Docking Node, zum Manöver Node. Zack. Bitteschön, nochmal kurz ausrichten, nachjustieren. SAS an. Und wir können uns unser Kerbal Alarm Clock stellen. Wir sollen 1 Minute 23 brennen. Das wären 60, 80, 83 Sekunden. Also, um Gottes Willen, das kann ich mal mehr rechnen. 41,5. Also können wir bei einer Minute hier rückbleiben. Add Alarm und langsam vorwarpen. Boost, 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 boost. Strom geht langsam zur Neige. Wir haben zwar ein paar Solarzellen dran, aber im Dunkeln ist schlecht mit Solarzellen arbeiten. Eine Minute. Da hätten wir ihn. Nochmal kurz korrigieren. Kerbal Alarm Clock aus. So. Und bei, was haben wir gesagt, 41 Gas geben. So, und Feuer frei. Das Ganze düsen wir jetzt am besten in einem schönen Warp durch. Mit einem schönen Warp durch. Sonst dauert es natürlich wieder ewig. Wir sehen die Zahlen langsam droppen. Die Delta-V-Zahlen. 450, 400, die Geschwindigkeit steigt rasant, 300, kurz nachjustieren, 200, ich sehe gerade, das Triebwerk produziert Hitze, obwohl wir hier so schön im Weltall sind und wir können schon mal ein bisschen runterrotteln, Faltrichtung runter, 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 ja, nachjustieren, nicht vergessen. Und fertig. Tada. Kurz nachschauen. Na, jetzt sehe ich es nicht. 2851 soll es auch recht sein. Nächster Punkt. Unsere Station natürlich als Ziel setzen. Da ist er. Und dann können wir auch gleich schon sehen, wo wir denn unseren nächsten Intercept hätten. Wir lassen das besser mal noch ein bisschen niedrig, damit wir mit ein paar Pirouetten eventuell noch aufholen können. Ein weiteres Korrekturmanöver später sind wir auf unseren Intercept. Da unten sehen wir unsere Station 45,8 Kilometer entfernt. Näher habe ich es leider nicht rangekommen. Wir sehen jetzt zu, dass wir schleunigst unsere Geschwindigkeit relativ zum Ziel ein bisschen verringern und beginnen dann mit dem üblichen Tanz um unsere Kerbal Space Station, mit dem üblichen Docking-Tanz um unsere Kerbal Space Station. Da kommt unser Da kommt der Retrograd-Vektor angeflogen. Wir nutzen wieder unser Time Warp Zeitstopp, unser Time Warp Rotationsstopp und sehen zu, dass wir schleunigst diese 100 Meter pro Sekunde relativ zu unserem Ziel negieren, entfernen, eliminieren, was auch immer. So. Gut. Und nun lassen wir das Ballett beginnen. Wir richten uns natürlich wieder
Ach, das war natürlich schon mal die falsche Richtung. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Wir richten uns relativ zu unserem Ziel aus, wollte ich sagen. Darunter natürlich. Nutzen wieder den Zeitstopp, den Warp-Bewegungsstopper. Kick, Kill. Dauert ja alles uns viel zu lang. Geben ein bisschen Gas. Und sehen zu, dass wir mit einer angenehmen Geschwindigkeit in Richtung unserem Ziel fliegen. Ich würde sagen, so 50 Meter pro Sekunde soll reichen. Nutzen dann die Zeit, die wir bis zu unserem Ziel brauchen, um uns wieder um 180 Grad zu drehen. Je länger die Rakete, umso schwerfälliger ist sie ja, das wissen wir ja nur zu gut. Wir sehen unsere Raumstation aktuell nur als kleinen Punkt, als klitzekleinen weißen Punkt, der mal erscheint und mal nicht erscheint, je nachdem, wie der Distant Object Mod gerade Lust hat, uns das zu zeigen. So. Und wieder abbremsen. Oh oh, Lag. Ah, ja, natürlich Lag. Wir sind in die Renderreichweite für unsere Station gekommen. 900 Meter haben wir noch. Und die restlichen 700 Meter, 750 Meter, 762 Meter werden wir mit unserem SAS überbrücken. Einfach, weil wir es können. Wir aktivieren unsere Antennen. Ich habe es auf 1 gelegt, auf Shortcut 1. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, yep. Haben Verbindung. Ja. Und können abkoppeln. Die Kabel. So. Wir haben abgekoppelt, doch bevor wir jetzt nach hinten fliegen, setzen wir zuerst Dongun. Gehen wir jetzt erst mit Dongun in den EVA. Du darfst loslassen, Dongun. Und fliegen mit dem noch schnell in unser Science Lab. Unkontrollierbar, unkontrollierbar, Hilfe. So, Science Lab, auf der Suche nach dem Science Lab. Ups. Ein Weltraumspaziergang. Sieht jemand die Tür? Da ist er. Nee, wo ist die Tür? Da, bin ich schon vorbeigeflogen, super. Ah. Die Tür wird mir durch einen Strut verdeckt, das ist natürlich nicht sonderlich praktisch. Und sobald wir Dongun dann noch ein bisschen Verstärkung gebracht haben, können wir hier auch gleich anfangen zu forschen. Bord. So, drin ist er. Wir sehen hier ein katastrophales Durcheinander meiner Stagings der Rettungskapseln. Da kümmere ich mich nachher drum, das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir wollen jetzt zuerst zusehen, dass wir mal hinten docken. Warum wollen wir docken? Ich würde sagen, wir setzen das hier auf unsere Station an. So, Control From hier. V. Ups. Und machen uns dann in Richtung Station auf. Mit RCS natürlich. Habe ich nur das Gefühl oder bewegt sich das Ding wirklich irgendwie ein bisschen seltsam? Naja, wir werden sehen. Also, Feuer frei. Nein, falsche Richtung. Feuer frei. Unglaublich schwerfällig das Gerät. Ich hoffe nur, wir haben genug SAS dabei. RCS dabei. So. Merken, wie lange wir für die Beschleunigung gebraucht haben, dass wir entsprechend bremsen können, wenn es soweit ist. Abbremsen, Moment, abbremsen, abbremsen ist hier. Bremsen! Oh, wir sehen, wir kommen von vor der Station rein, oder? Nee, ist richtig. Wir kommen von hinter der Station. Sie steht jetzt seltsamerweise mit dem Rücken zur Sonne. Das versteht doch mal einer. Wir beschleunigen wieder in Richtung der Station. Lasst das Ballett beginnen. Es fehlt noch so schöne Walzermusik. So, ich ziele ein bisschen hinter die Station. Da wollen wir ja eigentlich hin. Und dann geben wir nochmal Gas. Bremsen. Ups, bremsen. Bremsen natürlich hier.
Ups, sehr gut. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie an diesen Dockingport kommen. Zack. Und diesmal versuchen wir das Ganze bitte mit unserem Fischei zu machen und nicht nochmal hier nach Gefühl. Ging letztes Mal ja wieder gnadenlos schief. Wir sehen uns erstmal zu, dass wir ein bisschen zur Seite kommen. Unglaublich langsamen Geschwindigkeit rücken wir in die richtige Position. Sieht übrigens gerade aus wie so ein Unterseeboot, ne? Blüpp. 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 Pding. Pding. Können wir eventuell auch mal noch auf Eve oder Lace mit rumdüsen. Knapp vorbeigeschrammt. Alles noch ganz. Wir sehen zu, dass wir wieder abbremsen. Das Fadenkreuz wird grün. Wir sind also endlich mit beiden mit dem Dockingport hinten dran angekommen. So, und jetzt bitte hier mit Fischei. Schön hier ausrichten. Der muss ein bisschen runter. Ein kurzer Check, ich traue dem Ganzen nicht. Ja, doch, sieht gut aus. Wir nähern uns langsam. So, jetzt müssen wir noch schaffen, diesen... Eventuell bin ich nicht ganz richtig ausgerichtet. Ja, genau, so, jetzt haben wir es doch. Ja, Fallrichtung. Ja, dann mache ich besser erst alles aus für. Diese Ausrichtung hier. Genau, so, jetzt schön hier. Gerade zu unserem Dockingport ausrichten und die letzten Meter wieder mit RCS überbrücken. So, das Grüne muss das Orangene, habe ich gelernt. Und los geht's. Annäherung beginnt. Während der Annäherung noch kurz korrigieren, noch kurz letzten Zentimeter genau ausrichten, auf den letzten Zentimeter genau ausrichten. Na komm, gib ein bisschen Gas, trau dich was. So. Wir nähern uns. Go, 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 go. 0,4. 0,5. Sehr schön, perfekt ausgerichtet. Wir können nochmal kurz... Ah ne, das haben wir, das ist ja auch durch unseren Dockingport gegeben, dass wir hier jetzt perfekt im rechten Winkel zu unserer Station stehen. Bisschen abbremsen. Na komm, verklingen. Gib Gas. Ah, sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, sehe ich gerade. Kurz korrigieren hier. So, da ist mein grünes Blüppel nochmal, mein grünes Fadenkreuz nochmal aus meinem orangenen Kreis rausgerutscht. Muss ich kurz nachjustieren. So, jetzt. Jetzt gilt's. Und Feuer. Oh, falsche Richtung, verdammt. Distance 2,3 Meter, 2,2, 2,1, 2,0. Wann greifen die... Elektroklammern, die Magnetklammern, 1,7, 1,6, 1,5, 4, 3, 2, 1, 0, 0,9. Tada! Wir hätten unser Wohnquartier erfolgreich an unsere Station angeschlossen. Jetzt möchte ich euch noch nach einem kurzen Speichern, ich bin so frei in Speicher jetzt, sonst kann ich euch das, den coolen Effekt nicht zeigen. Wir müssen mit Dongun dazu nochmal aussteigen, in ein EVA gehen, loslassen, EVA. So, jetzt müssen wir hier noch eine Tür suchen, in die wir rein können. La 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 la, la la la. La, la. Wir haben hier übrigens auch noch Dockingports installiert, mit denen man dann auch nochmal andocken kann, falls nicht genug Platz zur Verfügung steht. Wo ist die Tür?
Ach nee, war da jetzt die Tür nicht noch vorbeigeflogen oder was? Ich Granate. Nee, wo ist denn die Tür? Nein, gehen wir mal oben die. Die, 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 die. Da, da, da. Ich könnte jetzt quasi hier aufsetzen und zu Fuß dahin hinlaufen. Haha. Grab. Und rein mit uns. So. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier reingehen. Also normalerweise habe ich hier natürlich mein Staging richtig. Geht ja gerade nur um den Vorführeffekt. So, dann aktivieren wir hier die Antenne. Oh, komm schon. Antenne. Vorführeffekt. Antenne aktivieren. Activate. Dann aktivieren wir den Decoupler. Decouple. Und müssen schnell ein weiteres Mal Dongun hinterher springen. Da ist er. So, und jetzt können wir uns hier kurz um unser Staging kümmern. Zack. Zack. Und können unsere Rettungskapsel aktivieren. Fump. Triebwerk zünden. Und ganz gemütlich. SAS an. SAS hilft immer. So. Und ganz gemütlich zu unserem Heimatplaneten Körben, der so schön blau unter uns leuchtet, zurückfliegen. Genug Treibstoff sollte drin sein. Ich werde es jetzt natürlich nicht ausprobieren. Ist ja eigentlich nur der spaßeshalber dieses Ding hier. Wirklich brauchen tun wir es hoffentlich nicht. Ich dachte nur, es ist eventuell ganz lustig, wenn man mal sowas eingebaut hat. Die Heimreise unserer beiden verbliebenen Astronauten in unserer Rakete. Moment, SAS an. Switch. Den beiden verbliebenen Astronauten, Körbonauten. Die Heimreise der beiden verbliebenen Körbonauten in der Rakete erspare ich euch. Ist ja doch immer wieder nur dasselbe. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mir wie immer gerne einen Kommentar und oder Like hinterlassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir dann endlich mit unseren Relais-Satelliten tief im All um Körbolo anfangen. Denn für das Tanksystem fehlt mir eindeutig noch eine große Rakete, mit der ich, also eine große Engine, mit der ich ordentlich auf den Putz hauen kann, mit der ich ordentlich Schub habe, um diese schwere Last dann auch in den Orbit zu bekommen. Also, bis zum nächsten Mal. Wir winken nochmal Dungan, der hier einsam in der Rakete zurückbleibt. Ciao, ciao. Und ich verabschiede mich auch. Ciao, ciao. Euer Ben.